Achso, ach Gott, wie heißt das Pokémon? Es gehört zu meinem Lieblings-Pokémon und ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt. Kanimani, genau, das finde ich auch cool. Beziehungsweise die ganzen Weiterentwicklungen davon. Beste. Ist aber halt zweite Generation dann. Ich war noch nie irgendwie so ein Bisasam-Shiggy-Typ. Ich fand die irgendwie mal dumm. Und, nicht Glurak. Oh. Mutexo. Und das davor. Die erste Entwicklung. Also, die Hauptdings. Ach Gott. Fällt der Name nicht ein. Fällt der Name nicht ein. Schlimm. Auf jeden Fall diese Standard-Starter-Pokémon, die fand ich noch nie irgendwie geil. Yay, Lars ist Level 10. So. Ach komm, gehen wir hier auch noch durchs Gras. Ist ja nur gut für uns. Kriegen wir halt ein paar Level Erfahrungspunkte gedöns. Oh Mann, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Glumanda. Glumanda? Ich glaube, es ist Glumanda. Ich meine schon. Glumanda, Glutexo, Glurak. Hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. So, dann sind wir schon bald bei dem Baum. Ich würde die schon alle gerne auf Level 12 haben, aber ich glaube, das dauert ein bisschen lange. Wir müssen auch gleich wieder in ein Poké-Center, weil wir haben nicht mehr so viele Angriffsdinger. So. Also auf der Seite ist schon mal nix. Vielleicht muss ich nur noch von vorne anquatschen. Vielleicht wurde ich auch einfach angelogen. Aber nee, ich meine, er hätte auch gesagt, wahrscheinlich ist da ein Item oder so. Ja. So, dann machen wir hier die Seite. Jule findet Gegengift. War doch ein Item. Sehr schön, dankeschön. So. Dann können wir gleich wieder durch den Wald laufen. So, und hier war irgendwo... Das da, glaube ich. Nee. Kriegen wir dann schon einen Zerschneider von ihm? Oder das hier? Nee. Ich meine, das wäre irgendwo auf der linken Seite gewesen. Das hier? Trank! Yay! Okay, das waren die beiden Items, die ich suchen wollte. Dann gehen wir gerade in ein Pokémon Center. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal rüber, da wo es zur Arena geht, wo wir auch schon mal gegen Gary gekämpft haben. Guck mal, was da noch für Pokémon gibt. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas Interessantes. Und wenn nicht, leveln wir da halt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch da die Level sind. Kommen wir denn da hin? Nee. Müssen wir oben lang. Hier oben drüber. Nee. Was ist mit dir los? Okay, hier können wir lang. So, was haben wir denn hier? Ugh, nö, das brauche ich jetzt nicht. Level 2.
Taubsi wird in Tauboga? Tauboss? Tauboss, dann Tauboga, aber was ist denn Habitak? Und warum geht das nicht instant tot? Aber ich glaube, die sind ja alle ein bisschen zu niedrig, oder? Ja, Level 2, okay, da müssen wir wieder zurück. Weil da oben hatten wir ja Level 7 Sachen und so. Und das ist jetzt hier irgendwie ein bisschen lame. Instant! Warum nicht Instant? Das ist ein fucking Level 2 Pokémon. Okay, dann verpissen wir uns wieder. Ich dachte, hier wären Level höhere. Irgendwie. Na gut, aber wir haben unsere Items. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich hoffe, dass die Batterie nicht leer geht. In der Cartridge. Weil ich hatte ja letztens, was haben wir denn jetzt? Ein Ratzfratz. Ratzfratz. Ich sag immer noch Ratzfratz. Mario Land 3, Mario Land 1. Ist das so? Ich glaub schon. Weil da war nämlich die Batterie leer. Und ich habe jetzt halt hier ein bisschen Schiss. Wobei das bei Mario Land jetzt nicht so schlimm ist. Wobei ich halt noch nicht wirklich angefangen, aber wenn die hier halt zwischendurch leer geht, wäre das schon ein bisschen kacke. Ich glaube, wenn ich die jetzt auch rausnehme, ist der Speicherstand eh futsch, deswegen ist es jetzt eh schon zu spät. Ah, so. Instant! Nee. Ah, ich glaube, jetzt fehlt auch nicht mehr so viel, dass der Lars Level 11 wird. Und dann können wir dann eigentlich direkt mit Alex oder so weitermachen. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal Initialwert gesagt oder so. Ich meinte natürlich die Initiative. Yay, Level 11. Nice. Oh, das geht hier echt fix. Ja gut, in den ersten Leveln geht das auch noch recht fix und dann wird das halt, dauert das halt immer länger. Wobei ich, wenn man glaube ich gegen gleich hohe Pokémon kämpft und die besiegt, dann dauert das eigentlich auch nicht so. Man kriegt ja dann immer mehr Erfahrungspunkte. Achso, und ich habe, ich wurde, in den Kommentaren wurde davon geredet, irgendwas von wegen nicht entwickeln lassen, bla blub. Aber ich werde alle Pokémon, wenn sie sich entwickeln wollen, auch entwickeln lassen. Weil ich sehe da irgendwie keinen Sinn drin. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass sie dann schneller die weiteren Attacken erlernen, aber dann... Beziehungsweise schneller die nächste Attacke erlernen, dann aber nicht mehr weiter irgendwie Attacken erlernen. Ach, keine Ahnung. Ich habe da echt keinen Plan von. Ich lasse sie sich einfach entwickeln, wenn sie wollen. Gut ist. So. Ich werde aber trotzdem oben in dem grünen Feld weiter trainieren. Weil da halt überwiegend Level 5, 6, 7 war, glaube ich. Und hier ist halt oft auch ein Level 3 dabei, ein Level 4. Dann geht das da oben was schneller. Und wir sind natürlich auch schneller am Pokémon Center, als hier in dem ollen Wald. Achso, ich habe mir auch eine neue Kamera zugelegt. Denn ich habe mir ja letztens das Infovideo gemacht und das hat mich richtig abgefuckt, wie das aussah. Weil irgendwie immer weit, wo es immer weiter zum Ende hinging, waren irgendwie immer weniger Frames. Also es war immer mehr Standbild so halb.
Jetzt habe ich mir halt die gleiche Kamera gekauft, wie der Dennis hat. Weil die halt ziemlich günstig ist und eigentlich ganz gute Aufnahmen macht. Deswegen, hey! Das heißt, also im nächsten Stream... Na endlich mal! Im nächsten Stream konnte er mich besser erkennen. Und das ist auch, weil die Cam irgendwie sowieso immer hinterher gehinkt hat vom Ton her. Also im Gegensatz zum Ton. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr. Sollte normalerweise nicht mehr sein. Ich habe die gestern getestet, mal kurz. Das sah eigentlich ganz gut aus. Ja. Hey, Level 12. Ruckzuck Heaps, sehr schön. So. Ich glaube, das sollte das auch erlernen. Weil das sind halt so Attacken, die halt echt gut sind gegen Stein. Also im Gegensatz zu Elektro. So, jetzt müssen wir hier erstmal... So. Machen wir mal Ruckzuck Heaps, mal gucken, wie geil das ist. Wenn wir aber, ich werde jetzt direkt gleich Pokémon wechseln. So, Pokémon. Also ich glaube, ich muss die beide auf, also Safcon muss ich glaube ich auf Level 12 bringen, damit sich in Smetbo entwickelt. Und ich weiß gar nicht, was aus Alex wird. Nido, auf jeden Fall noch kein Nido King, weil das ist die letzte Stufe. Nido. Irgendwas mit Nido wahrscheinlich. Tausch. Machen wir. Ja doch, setzen wir den Alex ans erste. Ja. Musik ist auch so cool. Ich muss mir davon, glaube ich, mal ein paar in meine Playlist ziehen. Ich habe mir auch eine neue Playlist gemacht, eine neue Stream-Playlist. Aber das wisst ihr ja schon, die lief ja schon im letzten Stream. Ein Taubsi! Level 5. So, Alex, jetzt zeig mal, was du... Das sieht von hinten aus wie ein Hase. Neuer Tackle, komm. Ich weiß nicht, was Smetbo dann kann. Irgendwas Psychisches, so hat sich das angehört. Ich weiß nicht mehr, was das war. Alex' Attacke ging daneben. Wegen deinem scheiß Sandwirbel da. So, und hier werden wir jetzt noch ein bisschen leveln. Ich habe ja das andere schon alles erledigt. Der Wald war halt ziemlich gut irgendwie. Da haben wir gut mit Taubsi gut gelevelt. Gucken wir mal, Hornattacke. Einfach nur, weil wir es können. Nice. Sehr gut. Bringen wir auf jeden Fall, ich sag jetzt einfach mal, wir bringen jetzt alle auf Level 12. Das sind ja halt nur noch 6 Level, in Anführungszeichen. Ein Nidoran weiblich. Ja. Ich versuche jetzt immer vorher zu raten. Obwohl ja sowieso jetzt immer nur die gleichen kommen. Ist eigentlich Hornattacke besser? Ich weiß es nicht. Hornattacke? Ging daneben. So, jetzt mal Tackle. Ah! Ne, ich glaube, Hornattacke ist besser. Vor allem mit der Hornattacke können wir auch, glaube ich, vergiften. Glaube ich. Das sind jetzt hier alles wieder so Halbwahrheiten. Also ihr müsst mir nicht alles glauben, was ich hier erzähle über Pokémon. Ich habe heute auch übrigens einen Speedrun hochgeladen. Von Spyro Enter the Dragonfly, weil ich mein Maul so weit aufgerissen habe beim Dave im Video. Der spielt nämlich auch... Enter the Dragonfly und habe ich dann direkt im ersten Part gesagt, ja, kann ich hier in unter 5 bis 10 Minuten. Ja, und ich habe 2 Minuten 6 habe ich gebraucht. Weil es halt so mega kacke programmiert ist. Das ist einfach nur der letzte Bug, das Spiel. Ja.